Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play Hogwarts Legacy. Ja, wir sind ja hier in dem Raum der Wünsche. Der wird nützlich sein, wenn ich was zu identifizieren habe. Ja, ich dachte, ich hätte noch was. So. Guten Tag, Dick. Wir sind ja jetzt im Raum der Wünsche. Da habe ich ja letztes Mal aufgehört. Und jetzt, machen wir mal das hier. Was Poppy denn über die Wilderer herausgefunden hat, nachdem wir ja in der letzten Folge das Drachenei zurückgebracht haben, würde mich das mal interessieren, was sie da herausgefunden hat. So. Weil ich mache erst mit Sebastian weiter, würde ich sagen, wenn ich das hier mit Poppy jetzt beendet habe. Bin ich da auch ganz ehrlich? Denn sonst lohnt sich das nicht. Wenn ich jetzt hier 50 Mal wirklich die Storys wechseln hin und her und hast sie nicht gesehen. Deswegen mache ich jetzt eine Story zu Ende. Und das ist jetzt die von Poppy. Ich freue mich da auch drauf. So. Zack. Erstaunlich, dass die dann hier raus. Wenn ich denn raus darf. So. Und jetzt laufen wir mal. Mit einem Besen fliegen wir dahin. Weil jetzt dauert es doch ein bisschen sehr, ist doch ein bisschen sehr weit. So. Dann hören wir mal mein zu. Glück, dir geht's gut. Da bist du ja. Du wirktest so durcheinander, als du gegangen bist. Die Wilderer sind bei meiner Oma gewesen. Jemand hat mich in der Hornschwanzhalle erkannt und dann sind sie zu ihr. Wie meinst du das? Geht es ihr gut? Ihr geht es zum Glück gut, aber sie waren bei uns zu Hause. Dachten wohl, ich hätte das Ei dorthin geschickt. Sie sagte, sie hätten das ganze Haus auseinandergenommen und geschrien, dass wir sie ruiniert hätten. Wenn es deiner Oma gut geht und sie das Ei nicht haben, ist vielleicht alles halb so wild. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe die Wilderer unterschätzt. Und nun ist noch ein Geschöpf in Gefahr. Wie meinst du das? Die Wilderer wollten nicht mit leeren Händen gehen. Und stahlen wertvolle Tagebücher, die Oma bei ihren Nachforschungen über seltene Tierwesen entdeckt hatte. Eines davon enthielt Theorien über ein geheimes Versteck der Schnatzer, die man lange Zeit für ausgestorben hielt. Warum sollten Sie sich für Schnatzer interessieren? Sie könnten mit Schnatzern mehr Geld verdienen, als Sie es je mit Drachen kämpfen könnten. Die Federn und Augen der goldenen Schnatzer sind unglaublich wertvoll. Deshalb glaubt man, sie seien ausgestorben. Sie wurden von den Zauberern ausgerottet. Ich will mir gar nicht vorstellen, auf welch grausame Art sie heutzutage gezüchtet und für Profit getötet werden würden. Wo genau sind diese Schnatzer denn angeblich versteckt? Oma sagt, die Tagebücher seien etwas kryptisch, was gut ist. Vielleicht sind die Wilderer nicht schlau genug, um die Vögel zu finden. In den Tagebüchern wurde wohl nur vermerkt, dass der Schlüssel zu ihrem Versteck im Mondlicht liegt. Oma glaubt, dass man es auf eine Handvoll Orte eingrenzen kann. Ich nehme an, du wirst die Wilderer nicht in die Nähe der Schnatzer lassen. Oma will, dass ich mich raushalte. Aber sie ist am Boden zerstört, weil Wilderer hinter den Schnatzern her sein könnten, falls es sie noch gibt. Wir hatten das Überraschungsmoment auf unserer Seite, als wir den Drachen gerettet haben. Aber jetzt werden die Wilderer nach uns suchen. Wir brauchen Verbündete. Andere, die Wilderer ebenfalls hassen und Tierwesen genauso schätzen wie... Bei Merlins Bart, du bist ein Genie! Die Zentauren! Sie würden die Schnatzer um jeden Preis schützen wollen! Zentauren sind nicht gerade für ihre Freundlichkeit bekannt. Schon gar nicht gegenüber Zauberern. Und gerade jetzt nicht. Wir müssen aufpassen, wie wir uns ihnen nähern. Das Verhältnis ist immerhin angespannt.
Trotzdem könnten sie unsere einzige Hoffnung sein. Ich denke drüber nach. Ich melde mich, wenn ich einen Plan habe. Okay. Wenn du dir da sicher bist, dann... Also ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob wir die Zentauren wirklich fragen sollten. Revelio. Denn ja, im Harry Potter-Universum sind sie auch schon nicht die, ich sag's mal, die freundlichsten, aber helfen zumindest Harry. Hier ist es halt, ja. Die haben was gegen uns. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber jetzt, dadurch, dass wir das mit Poppy erledigt haben und wissen, wir müssen jetzt auf jeden Fall die Schnatzer retten, können wir uns jetzt aber in die Story mit Sebastian stürzen und schauen, wie es da weitergeht. Denn er hat ja mit dem Buch von Salazar Slytherin einiges herausgefunden, um Anne zu retten. Aber ich bin der ganzen Nummer nicht so... Irgendwie, weiß ich nicht. Glaube ich, geht das gar nicht gut. So. Noch 800 Meter. Wupp. Jetzt muss ich hier einmal rum. Flieg doch. Aaron, flieg. Ach, jetzt müssen wir hier so komische Zickzack-mäßig fliegen. Bup, 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 bup. Überhaupt nicht weit weg. Nee. Das ist ja ein Katzensprung hier. Und jetzt sind wir aber gleich da. Mit Sturzflug zu Sebastian. Kämpfen gegen Spinnen. Egal, ich war nicht da. Mysteriös und beunruhigend. So. Was? Du bist hier. Gut. Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Mich würde interessieren, was der Schüler noch so entdeckt hat. Sie selbst. Leider steht kein Name drauf. Aber ich denke, wenn es wichtig genug für Slytherin war, um ihn in seinem Zauberbuch zu verstecken, dann sollten wir ihn uns genauer ansehen. Erkunden wir diese Katakombe. Wir können Anne besuchen, wenn wir fertig sind. Perfekt. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein. Ich schwöre. Gut. Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. So. Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über sie gelesen habe. Man konnte da das kurz durchlesen, den Schülerbericht. Und wir müssen jetzt das Relikt finden. Ich bin mir sicher, der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. Ich glaube ja nicht dran. Confringo! Confringo! Accio!
Wingardium Leviosa. Levioso. Confringo. Protego. Das kann ich erst versuchen. Infindo. Confringo. Zumindest wissen wir, dass wir nicht allein sind. Vielleicht war's das. Und der Rest der Gruft ist frei von Insekten. Spinnen sind keine Insekten. Schon gut. Wingardium Leviosa. Ich mag unseren Charakter jetzt schon. Dieser Raum ist höher als er scheint. Revelio. Da und da. Eine Truhe an einem total unverdächtigen Ort. Toll. Auf zum Meckern. Weiter geht's. Meckern kannst du zu Hause. Confringo. Confringo. Protego. Stupro. Levioso. Confringo. So. Descendo. Stupro. Confringo. Und so. Revelio. Das hat sich dann auch erledigt. Confringo. So. Accio. Da leuchtet doch nochmal der ganze Raum. Revelio. Hier ist nix. So. Depulso. Und hier durch. Pass auf, ich wäre fast ausgerutscht. Okay. Revelio. Confringo. Confringo. So. Depulso, Protego, Stupro. Revelio. Confringo. Zu einfach. All das Gras wirkt gar nicht mehr wie eine Gruft. Ich habe von Katakomben gelesen, die erweitert werden sollten, aber es gab Probleme. Confringo. Einstürze. Dann wurden sie aufgegeben? Genau. Aber das macht ja nichts. Revelio. Oh ja, stimmt, genau. Ist ja völlig egal, wenn sie einstürzen. Dann macht das jetzt auch alles hier keinen Sinn mehr. Passiert halt. Dann brauchen wir das halt auch nicht machen, ne? So einem Saal wäre ich auch gerne beerdigt. Du magst es prunkvoll. Das kannst du laut sagen. Hier ist sogar ein Altar samt Knochenhaufen. Herrlich. Knochen außerhalb des Sarkophags. Irgendwie seltsam. Accio. Wingardium Leviosa. Hierhin. Revelio. Accio. Das machen wir dann mal nicht auf. Wingardium Leviosa. So. Einmal hierhin. Accio. Levioso. So. Depulso. Revelio. Hast du das gehört? Es ist ein Grab. Gruselige Geräusche sind wohl unvermeidlich. Accio. So. So. Wingardium Leviosa. So.
So. Revelio. Hier beim Altar ist etwas. Mhm. So, dann könnt ihr kurz Pause drücken. Was ist das? Und euch das durchlesen. Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt. Und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen. Natürlich. Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann keine Sackgasse sein. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte den Tagebucheintrag. Vielleicht hilft er uns noch. Hier steht noch was. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperiusfluch zu lernen. Wirklich? Interessant. Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen. Aber lass mich kurz nachdenken. Glaubst du, die Seiten wurden absichtlich hier gelassen? Slytherin erwähnt einen Schüler mit einer Tasche voller Notizen und einem Händchen für Zauberkunst. Vielleicht wurden die Seiten absichtlich zurückgelassen oder der Schüler hat sie fallen lassen. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht habe. Das ist schon erledigt. Akio. Komm, machen wir mal ein bisschen Spaß hier. Confringo! Confringo! Levioso! Akio! Confringo! So. Revelio. Wie kriege ich das da oben auf? Weil das habe ich jetzt halt schon fertig. Depulso. Wir sind weit gekommen. Doch es gibt noch mehr zu tun. So. Akio. Da schon mal nicht. Das schon mal auch nicht. So. Weg hinüber. Lumos. Confringo. Akio. Wingardium Leviosa. So. Akio. Da oben. Wingardium Leviosa. Wackelige Knochenbrücke steht. Jetzt gehen wir mal hier lang. Und? Depulso. Bäm. Revelio. Lumos. Jetzt hier durch. Ah, jetzt sind wir auf der Seite. Wusste ich doch, dass ich hier irgendwo lang komme. Revelio. Depulso. So. Akio. So. Revelio. Na, haben wir noch was. Und jetzt können wir raus hier. Und da runter. Komm. Warte mal, mir fällt gerade noch etwas ein. Das Tagebuch erwähnt den Imperiusfluch. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn hier brauchen würden. Er gilt als unverzeihlich, ist aber nützlich, wenn man in der Unterzahl ist. Damit bringt man das Ziel komplett unter seine Kontrolle. Also,
Wenn du Imperio lernen willst, bringe ich ihn dir bei. Wo hast du den Imperiusfluch gelernt? Habe ich mir selbst beigebracht. Sag Ominous nichts davon. Das ist nichts, womit man prahlen kann. Aber er könnte nützlich sein. Ich finde, du solltest ihn lernen. Sollte ich nicht erst wissen, was der Fluch für Folgen hat? Du kennst den Explosionszauber? So ähnlich. Allerdings muss bei unverzeihlichen Flüchen die Absicht klar erkennbar sein. Man muss es wirklich wollen. Der Fluch könnte noch nützlich werden. Ganz meine Meinung. Ein Zauber, der Leben retten kann, sollte nicht unverzeihlich sein. Es steht viel auf dem Spiel. Du hast eine Fähigkeit, die seit Jahrhunderten niemand gesehen hat. Fokussiere deine Zauberstabbewegungen. Der Zauber ist komplex. Dann mal los. Das klingt nach... Imperio. So. Levioso. Protego. Stufo. Isendo. Confringo. Zack, zack, zack. Und jetzt haben wir den Cruciatus-Fluch und den Imperio-Fluch. Okay. Confringo. Es wird immer wilder. Zack. Depulso. Noch Rebellion. Eine Barrikade? So gut wie du dich das letzte Mal geschlagen hast, wird das ein Klacks. Das ist zu nett von dir. Selbstredend. Ich glaube, hier geht's weiter. Die sieht anders aus als die zuvor. Jetzt haben wir es auch noch mit Runen zu tun. Deswegen gehe ich gleich erstmal hier lang. Weil ich will nicht sofort alles sehen. Confringo! Imperio! Levioso! So. Jetzt lassen wir erstmal den Job walten. Confringo! Descendo! Crucio! Einige dieser Sterntafeln haben zwei Runensymbole. Das muss etwas bedeuten. Imperio! Defindo! So. Confringo. Confringo. Descendo. Depulso. Protego. Defindo. Stupro. Confringo. Confringo. Imperio. Oh, du machst mal hier weiter. Ich wusste nicht, dass Spinnen so eine Sauerei machen. Bisschen dramatisch, oder? Perfekt. Alles, was wir auf unsere Seite jetzt ziehen können. Confringo. So wie diese Spinne. Rivelio. Das wird der Wahnsinn. Weil die hat. Wir mussten ja nicht mal viel machen. Die Reihenfolge der Symbole auf den Tafeln ziehen. Was? Ja, ich geh da gleich hin. Keine Panik, Sebastian. Aber ich möchte erstmal looten und leveln. Das muss man ihm, glaube ich, nochmal beibringen. Akio. Weil das muss drin sein in einem Spiel. So. Ich mag den Zaun. Looten und leveln.
So, da haben wir das und hier müssen wir nochmal durch. Weil man weiß nie, was man hier alles findet. Verfallen. Genau wie es im Bericht des Schülers stand. Ich glaube, hier war schon ziemlich lange niemand mehr. Siehst du? Eine Mütze, die unidentifiziert ist. Sebastian. Die hätte ich jetzt nicht gefunden, wäre ich einfach direkt zum Rätsel gegangen. Also. Vielleicht so. Müssen wir die Griffe in der Akio. Reihenfolge der Symbole auf Radium den Tafeln ziehen. So. Akio. Das hat geklappt. Weiter so. Radium Leviosa. Rivelio. Accio. Machen wir mal so. Hat nichts geklappt. Machen wir mal das. Und das. Perfekt. Das. Und das. Wingardium Leviosa. Dann hier hin. Akio. Das war ja echte Knochenarbeit von dir. Ich bin stolz auf dich. Der Witz könnte von mir kommen. Revelio. Mir wird klar, was Slytherins Schüler an diesem Ort so fasziniert hat. Oh, geht so. Oh. Imperium. Descendo. Confringo. Oh, du bist weg. Levioso. Confringo. 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 Guten Tag. Imperio. Oh, mach mal. Potego. Stupo. Confringo. Die sich mal woanders hinstellen. Hier, Levioso. Also. Confringo. Defindo. Rennt mir hier einfach in eine. Also, okay. Stupo. Levioso. Stupo. Confringo. Ist geklaut. Levioso. Confringo. Aua. Confringo. Du blöde Sau, du. Accio. Levioso. Confringo. 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 So. Ein Moment lang dachte ich, das hört nie auf. Dann gehen wir mal weiter. Gucken, was passiert. Sackgasse. Na toll. Accio. Alles umsonst. Warte mal. Gib noch nicht auf. Revelio. Also Sack. ist hier noch irgendwo was, wo ich klauen kann? Da hinten. Dankeschön. Und dann gehen wir mal hier hin. Sebastian, das Relikt. Sieh nur. Ist das möglich? Der
Eintrag und die Darstellung des Relikts. Es passt. Hier muss der Schüler das Relikt hinterlassen haben. Unglaublich. Endlich passt es zusammen. Wir haben es gefunden. Was glaubst du, bedeutet es, mit dem dunklen Opfer das Potenzial des Relikts zu enthüllen? Keine Ahnung, aber wir sind wegen des Relikts hier. Egal, was im Tagebucheintrag steht, wir nehmen uns das Relikt. In Ordnung. So soll es sein. Für Anne. Ich nehme es. Bringen wir es nach Feldcroft. Ich muss das Relikt geheim halten. Vor allem vor meinem Onkel. Wir haben ein Problem, Bruder. Ist das Ominous? Ominous! Die Geräusche, die wir hörten, das warst du. Ich hatte keine Wahl. Ich musste euch folgen. Sebastian, bitte lass das Relikt in Ruhe. Wir können Ern sicher auch anders helfen. Es tut mir leid, Ominous, aber ich nehme es. Das machst du nicht. Wenn du es nicht zurücklegst, mache ich es. Hört auf, alle beide. Bitte, Sebastian, jetzt beruhige dich. Gut, aber Ominous weiß, dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke. Wie viel hast du mit angehört? Alles. Ich habe gehört, dass du Sebastian ermutigt hast, das Relikt zu nehmen. Sebastian hat an alles gedacht. Er weiß, was er tut. Sebastian lässt die Dinge einfach klingen, auch wenn sie unmöglich sind oder gefährlich. Wir müssen ihn aufhalten. Und wenn nichts seine Meinung ändern wird? Es muss etwas geben. Ich brauche deine Hilfe. Du hast recht. Das scheint alles viel riskanter zu sein, als Sebastian denkt. Gut, wir sind uns einig. Wir lassen nicht zu, dass er das Relikt mitnimmt. Ich glaube, wir sollten mit ihm reden, aber ich befürchte, es hält ihn nicht davon ab, das Relikt zu nehmen. Was schlägst du vor? Ich schlage vor, wir verhandeln. Wir lassen Sebastian das Relikt unter einer Bedingung mitnehmen. Danach ist Schluss. Ich dachte, darauf hätten wir uns im Skriptorium geeinigt. Du verkaufst mich doch für dumm. Tu ich nicht, Ominous. Es könnte das Einzige sein, das eure Freundschaft retten kann. Vertrauen wir darauf, dass er weiß, was das Beste ist. Na gut, wenn ich ihm vertraue, vertraue ich auch dir. Die dunklen Künste wirken ungefährlich, bis es zu spät ist. Dann geht. Nehmt euer Relikt. Mehr sage ich dazu nicht. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Sebastian, wir sind soweit. Was? Rebellion. Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ominous schon. Gehen wir. Was? Ominous? Ich erkläre es unterwegs. Komm. Ha! Ich habe ihn verarscht. Und? Was habt ihr besprochen? Ominous und ich haben uns geeinigt. Ein Moment mit dir reicht also aus, damit Ominous seine Meinung ändert. Ha? Ich habe ihm gesagt, wir sollten dir diese Chance geben. Dass das Relikt so wichtig ist. Da muss doch mehr dahinter stecken. Sag es mir. Wir haben uns geeinigt, Sebastian. Du hast mein Wort. So sieht's aus. Ich wollte das nie vor Ominous geheim halten. Er versteht es einfach nicht und ich wollte nicht, dass er sich wieder sorgt. Als wir gegangen sind, wollte Ominous mich nicht mal ansehen. Das war seltsam. Er war aufgewühlt, Sebastian. Wir haben uns zwar geeinigt, aber das Ganze war nicht leicht für ihn. Ich dachte, er versteht es. Er wusste, wir können nicht aufgeben. Es ist viel zu wichtig. Für Anne. Und deswegen habe ich Ominous angelogen. Für Anne. Also eigentlich nicht. Er bringt mir coole dunkle Zauber bei. My friend, wir haben ein Problem. Beeil dich mal, Sebastian. Wenn wir nach Feldcroft kommen, sollte Anne nicht erfahren, was wir für dieses Relikt tun mussten. Sie denkt wie Ominous. Das würde sie nur betrüben. Spots auf einmal neben mir. Perfekt. Ja, Feldcroft gibt's, glaube ich, nicht mehr. Oh nein, das ist nicht gut. Was ist los?
drüben, beim Dorf. Ärger in Feldcroft. Es wird angegriffen. Beeilen wir uns. Fingo! Imperium! Protego! Warum treffe ich dich? Levioso! Komm, Fingo! Levioso! Das ist halb so. Komm, Fringo! Es gibt keinen Ausweg! Wir müssen kämpfen! Levioso! Okay! Fringo! Wann gibst du endlich auf? Super! Komm, Fringo! Ihr siegt hier nicht! Super! Komm, Fringo! Komm, Fringo! Imperium! Du bist schwach, Mensch. Ich bin ein Kobold. Verschwindet! Erwärmer! Als ob du mich besagst. Ich kümmere mich drum. Ich erledige das. Komm, Pringo. Was war das? Expulso! Aua. Levioso. Junge, was hast du getan? Ich habe Anne gerettet. Mit einem unverzeihlichen Fluch. Aus diesem verdammten Buch. Dein Vater würde sich schämen. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Bleib fern von ihr. Von uns allen. Was hat mein Onkel denn von mir erwartet? Der Imperius-Fluch hat Anne das Leben gerettet. Dieser Kobold hätte sie getötet. Du hast getan, was nötig war. Und das werde ich meinem Onkel beweisen. Er kann mich nicht aus meinem Haus verbannen, mir meine Schwester nehmen. Vielleicht muss er sich erst etwas besinnen. Kann ich mit ihm reden? Möglicherweise kann ich die Gemüter ein wenig beruhigen. Vielleicht hast du recht. Na gut, vermutlich ist es besser, wenn ich erstmal verschwinde. Wir sehen uns in Hogwarts. Verzeihung, Mr. Sallow. Was Sebastian getan hat, ist unentschuldbar. Das kannst du unmöglich verteidigen wollen. Sebastian und ich sind Ranrocks Anhängern schon früher begegnet. Dieser Kobold hätte Anne getötet. Unsere Familie benutzt keine schwarze Magie. Nicht einmal gegen unsere Feinde. Was Sebastian getan hat, ist unverzeihlich. Dass du Sebastians Verhalten verteidigst, verrät mir alles, was ich wissen muss. Du bist genauso schuldig wie er. Sebastian wird Feldcroft von nun an fernbleiben. Und auch Anne. Unverzeihliche Flüche heißen aus gutem Grund so. Falls einer von euch diesen Pfad weiter beschreitet, falls einer von euch schwarze Magie anwendet, informiere ich sofort den Schulleiter. Sebastian, warum? Revelio. Ich kann ja wohl verwenden, was ich möchte. Alohomora. Ich breche erstmal ins Haus ein. So. So. Darauf erstmal einbrechen. In einem Haus. Und dann würde ich auch sagen, ist die Folge auch schon wieder am Ende. Diese hier.
Ja, ich weiß nicht. Also ich antworte natürlich jetzt so ein bisschen Slytherin-mäßig, ne? Also Slytherin-mäßig Lucius Malfoy, Tom Riddle-mäßig. Aber wenn ich jetzt normal, also das normal entscheiden würde, ja, also er will seiner Schwester helfen, okay. Aber er übertreibt halt schon sehr hart. Sebastian, also. Ich weiß ja nicht. Also. Ja, seine Schwester retten ist eins, aber. Es ist schon hart. Hart übertrieben, wie er teilweise abgeht. Dafür die dunklen Flüche zu lernen, die drei unverzeihlichen Flüche zu lernen, ich weiß nicht. Also fürs Spiel ist das ganz cool. Muss ich sagen. So, dass man sie drinne hat und sie lernen kann, nicht muss. Das ist auch ganz gut. Man kann sich ja selbst aussuchen. Auch wenn damit so ein bisschen die Flüche. Eindringling! Ja. So ein bisschen nichtig gemacht werden im Sinne von. Okay, so schlimm ist es jetzt auch nicht, wenn ihr die verwendet. Aber naja. Glückwunsch, dass du eine Eule gefunden hast. Ich muss nach Hogwarts. In die Krypta. Ja, also wie gesagt, macht die Flüche ein bisschen weniger respektvoller, angstvoller, sei es jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man es jetzt sagen soll. Aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Aber wie gesagt, ich finde es halt cool, dass sie drinne sind und dass man sie lernen kann. Aber ja, ich weiß nicht, also so ein bisschen übertreibt Sebastian dann halt schon bei der ganzen Nummer. So, ja, auf einer Seite will er seiner Schwester helfen, klar. Aber dafür alle Flüche, die er kann, direkt verwenden und alles niederringen, was geht, ist so ein bisschen too much, my friend, too much. Also da übertreibt Sebastian ein bisschen. Aber naja, mal schauen, was wir jetzt noch so finden. Mit einer Handbuchseite. Guten Tag. Dankeschön. Könnt ihr euch einmal durchlesen? Ein falscher Schritt und naja, es ist einfach. Ja, die Rätsel lösen wir noch. Wie kommen wir jetzt zur Krypta? Da hinten. Einmal hier rum und da rein. Und dann gucken wir uns das noch an und dann ist es das Ende für diese Folge. Hast du meinen Onkel gesprochen? Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Sollte er hören, dass wir sie benutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha! Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Was meintest du damit, Anne ein Wappen zu schicken, damit sie sich mit dir trifft? Wir hatten unsere Eltern verloren und packten, um zu Solomon zu ziehen.
Wir konnten nicht alles mitnehmen. Sie ordnete sorgfältig ihre wertvollsten Besitztümer. Eine Kiste mit Dingen, die sie an unsere Familie erinnerte. Schmuck, Karten, alte Fotos. Sie kam zu ihrem Lieblingsstück, einem handgefertigten Wappen, und reichte es mir, ohne zu überlegen. Das wird dich beschützen, sagte sie. Es ist nicht verzaubert, aber ich trage es immer bei mir. So erreiche ich Anne. Ich werde ihr das Wappen zukommen lassen mit Plänen für ein Treffen. Vorsicht, Sebastian. Dein Onkel könnte es abfangen. Dann fliegen wir von der Schule. Auch wenn Ominous wütend auf uns ist, hat er nichts für seine Familie übrig. Er würde ihre Beziehung zum Schulleiter nutzen, wenn wir seine Hilfe bräuchten. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Mein Freund, du hast unverzeihliche Flüche. Natürlich stehe ich auf dein... deine Geschichte beeindruckt mich. Nee, Spaß beiseite. Ja. Ich weiß ja nicht. Also so langsam sollte Sebastian vielleicht aufhören. Naja. Wir werden sehen, was passiert, denn in der nächsten Folge müssen wir ja dann noch mit einem kleinen Kobold sprechen. Ich würde sagen, hier neben den Nashorn ist der perfekte Zeitpunkt, um das Ganze hier zu beenden. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Okay, nee, ich dachte gerade, da hinten ist Ominous und höher ist Ominous. Sebastian, der war doch eben gerade noch... Egal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr uns... Okay. Revelio. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und dieses Let's Play weiter unterstützen wollt, würde ich mich über ein Abo freuen. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder am Donnerstag zu Let's Play Hogwarts Legacy. Von Montag bis Mittwoch hört ihr Frederik. Und dann einen schönen Sonntag euch noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.